Ja, hallo, Glück auf, Legenden-Talk. Heute mal direkt nach dem Spiel am Samstag zeichnen wir auf. Die Stimmung ist wahrscheinlich noch ein bisschen geladen, auch bei euch. Wie habt ihr denn diese 4:1 Niederlage in Kaiserslautern erlebt, bevor ich frage, wie ihr sie verarbeitet habt? Erstmal der 26. Januar, ein Freitag, war ein ganz schlechter Tag für den deutschen Sport. Denn Zverev ist ausgeschieden, die Handballer sind raus und Schalke hat auch sauer und klanglos, kann man sagen, in Kaiserslautern verloren. Gegen einen Gegner, der auch wie wir, das muss man so sehen, um Abstieg kämpft. Wer das noch nicht gemerkt hat, der ist am Fehler am Platz, weil so viele Fehler, wie wir da machen, ja, da kannst du kein Spiel gewinnen. Und dann ist die Frage, ich muss ehrlich sagen, ich kenne keinen Spieler von Kaiserslautern. Aber vielleicht die auch nicht, weil bei einem Tor, da geht einer, ein Rechtsfüßler von halblinks nach innen und schießt das Tor. Wenn ich das weiß, lasse ich ihn links vorbei, dann ist er tot. Und der kommt aber rechts vorbei und kann abziehen und macht das Tor. Auch bei den anderen Toren, da greift der so spät an, dass der in Ruhe flanken kann und der andere vorm Tor, der guckt noch, da geht ihm drüber der Ball und der guckt noch und der andere, der Kaiserslauterer köpft den Ball ins Tor. Also orientierungslos, so kam mir das vor und dann gewinnst du, naja, wer ist Kaiserslautern auch, die sind, ja, mit uns da unten. Und wir, ja, wer es nicht weiß, jetzt müsst ihr das wissen, dass wir um den Abstieg kämpfen. Bevor der Rüdiger antwortet, glaubst du dann, dass Schalke sich schlecht vorbereitet hat auf das Spiel? Oder? Das kann ich nicht sagen, wir sind ja nicht dabei, ob sie sich schlecht vorbereiten, wie sie das Spiel angegangen sind, wie sie das besprochen haben, da können wir. Wir können nur unser Urteil vielleicht, was wir sehen. Ja, und da stimmt ja einiges auch nicht. Und von daher, ja, am Anfang hat man gedacht, na ja, jetzt geht es ein bisschen aufwärts und jetzt kriegt dieser Rückschlag, weil Kaiserslautern, die kämpfen ja auch um den Abstieg, wie wir auch. Ja, Klaus, hat fast alles gesagt, ein scheiß Tag, Freitag, aber man muss schon mal drüber nachdenken, wie welche und was für Tore wir da reinkriegen. Also ich ist mal ganz ehrlich, ich war auch Trainer und habe auch in keiner kleinen Liga trainiert, nicht da irgendwo Regionalliga, sondern ich habe auch groß trainiert, also immer in den ersten Ligen, ob das in Bulgarien war oder woanders war. Aber ich habe immer Wert darauf gelegt, dass meine Abwehrspieler hundertprozentig sich konzentriert haben. Aber wenn ich in unserer Abwehr sehe, wie viele Kinderfehler wir machen und das ja jetzt nicht nur gegen Kaiserslautern, sondern seit Monaten, dann frage ich mich, Trainer, machst du was falsch? Also wenn ich so viel als Trainer so viele Tore reinkriege, dann würde ich 3 Tage lang nicht schlafen können und sagen, wie kann ich das verbessern? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden das 2-1 sehe, ja, über außen, okay, man behindert denjenigen nicht, der da flankt, aber das war ja keine Flanke in dem Sinne, wo er noch lange gucken konnte, sondern das war einfach ein Schuss, der reingehauen ist, der hat den Ball reingeschlagen und wenn ich dann einen Kallas sehe, der zum Ball hinguckt und guckt und guckt und dreht sich um und der Ass oder wie der heißt, köpft ihn rein. Ja, der hat doch total falsch gestanden. Ja, das kann ich doch aber doch im Training üben. Das kann doch nicht sein, Klaus. Beim langen Ball. Ja, aber der lange Ball, da stand, war der andere schon, ich glaube, das war der auf der linken Seite, das war Baumgartl. Der kam ja zu spät dahin. Nach einem langen Ball, das geht nicht. Ja, gut. Sagen wir mal so, geht ja noch. Der schlägt einen Ball rein, aber du hast doch immer noch jemand in der Mitte, was wir gegen Hamburg jetzt hier nicht hatten beim ersten Tor. Da steht der Kallas und total falsch steht der.
Das kann ich doch nicht, das kann ich mir doch nicht als Trainer pausenlos angucken, dass die Abwehrspieler falsch stehen. Die stehen so und gucken zum Ball und verlieren aus dem Hinterraum, wo der Stürmer ist. Das kann doch nicht sein, da stelle ich mich doch seitlich ja hin. Also wir erinnern dich mal, warum der Rolf Rüssmann früher bei uns jeden Kopfball gekriegt hat. Weil er lange, nicht weil er groß war, sondern weil er lange zur Seite stand und dann gesehen hat, oh, da komme ich nicht hin, ich laufe mal noch einen rein. Und dann war das die Situation trotzdem vergangen, ja. Aber es kann doch nicht sein, dass wir pausenlos, das dritte Tor, genau das gleiche. Wieder eine Flanke, war mal Baumgartel, der guckt, verliert wieder seinen Mann aus den Augen und guckt und springt hoch und der steht hinter dem Tor. Warum stelle ich mich nicht ein bisschen anders hin, dass ich den noch im Auge habe? Ja, das sind so Fehler, die wir pausenlos reinkriegen. Und dafür, das ist der Trainer verantwortlich für, dass solche Tore nicht passieren dürfen. Dass du über außen mal durchkommst, Klaus, gar keinen Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, nachdem wir solche Stellungsfehler gemacht haben, dass man das nicht anspricht. Dass man doch nicht trainiert, dass man mit den Leuten nicht spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dass ein Trainer dazu nichts sagt. Das kommt auf die Spieler, meiner Meinung nach, zurück. Weil wenn ich das nicht weiß, ja, da, was will ich dann in der zweiten, ersten Bundesliga? Ja? Und deswegen wird das meiner Meinung nach besprochen, aber machen trotzdem Fehler, Das kannst du nur durch individuelles Training machen. Aber vielleicht ist die Qualität nicht dementsprechend. Qualität. Also, ja. Die so große Qualitäten sind ja jetzt auch nicht in Kaiserslautern, das muss man ja auch nochmal sagen. Nein. Ja, aber wir kriegen doch pausenlos solche Tore rein. Da muss ich mir doch mal irgendwann Gedanken machen und sagen, was kann ich dagegen machen? Was kann ich dagegen machen? Entweder sage ich, du musst näher an den Mann, dass er nicht springen kann, oder ich muss mich anders hinstellen. Aber das muss ich doch im Training mal üben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das üben. Sonst würden die nicht pausenlos solche Tore reinkriegen. Also das verstehe ich nicht. Genauso wie das vierte Tor, der geht nach innen und der Paul, hier, Seguin, der sieht doch, dass der auf dem rechten Fuß den Ball hat. Das ist ein Rechtsfuß, der nach innen reinkommt. Und was macht der? Der macht einmal so, da läuft der Seguin zu der linken Seite rüber, geht da vorbei und schießt ein Tor. Das haben wir gesagt. Hallo, ich bitte dich, Klaus. Ja. Das sind doch Jungs, die haben schon Bundesliga gespielt. Also mittlerweile rege ich mich schon über jeden Scheck auf Deutsch gesagt. Aber das sind doch Tore, die dürfen nicht passieren. Ich dränge ihn so ab, geht er dahin, kann er mit links nicht schießen. Das habe ich gerade vorhin gesagt. Dass ein Rechtsfüßler von halb links nach innen geht, ich glaube, das müsste jeden einleuchten. Und das weiß ich auch als Gegenspieler. Und dann mache ich den Schritt nach links, dass er nicht da vorbeigehen kann. Da kann er links vorbeigehen. Ja? Also von meiner Seite links, von der anderen Seite rechts. Dann lasse ich ihn da vorbei. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler dabei ist, der links wie rechts gut abschließen kann. Und trotzdem ist es dann, wenn er links vorbeigeht, für den Torwart einfacher, weil der Winkel zu spitz ist, um ein Tor zu machen. Aber wenn er nach innen geht, da ist die Gefahr riesengroß. Aber und das ist bei uns so, wie gesagt, ich kenne keinen Spieler von Kaiserslautern. Ob die alle Spieler kennen, wie die, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und von daher, ja, die Fehler machen wir immer wieder. Klaus, Freistoß für Kaiserslautern, der Richter, jeder kennt den Richter, dass der hier so spielt. Da bin ich doch angespannt in der Truppe, das ist am 16er. Jetzt ist er natürlich so ein bisschen halb rechts noch gewesen. Aber da bin ich doch, wenn die Kaiserslauterner sich doch da noch aufstellen, dann bin ich doch wach. Da rechne ich doch damit, dass der Ralle den Ball fallen lässt, dass er den wegklatscht und. Und wenn ich da einen Tempelmann sehe, der Ball der Ralle, wie auch immer, hätte ihn vielleicht ein bisschen weiter weghauen können. Hätte. Wahrscheinlich hat er den Ball auch zu spät gesehen, sagen wir mal so. Und ich glaube das auch. Dann hätte er ihn vielleicht ein bisschen besser wegklatschen können.
Aber das träumen die alle. Die gucken und warten, was der Ralle macht, denn der bringt ihn also nicht ganz so weit weg, wie es sein sollte. Da steht der Tempelmann dabei und träumt und wartet und der haut den rein. Ja, also da bin ich doch auf 180, da bin ich doch in der Abwehr und sag, Jungs, hey, jeder jetzt ein Mann und dranbleibt, passt auf, wenn der Ralle ihn fallen lässt. Das ist bei uns nicht. Bei uns träumen die, wenn der Ball drin ist, dann gucken sich alle an und sagen, was war das denn jetzt? Ja, und das ist, was mich hier aufregt mittlerweile. Da ist keiner in der Truppe, nicht einer in der Truppe, der mir ein Kommando gibt. Ja, und ich ärgere mich auch, wenn so ein Terodde ausgewechselt wird und schmeißt seine Jacke auf den Boden, dann frage ich mich lieber, hättest du mal lieber was im Spiel gesagt, als seine scheiß Jacke auf den Boden zu schmeißen? Ja, dann hätten sie ihn nicht ausgewechselt. Das sind so Sachen, was mich mittlerweile aufregt. Ja? Und nicht immer nur so, wir machen schon, wir kommen da raus. Wir haben uns jetzt auf einmal erkannt, beim Interview, wir stehen im Abstiegskampf. Leck mich am Arsch, das erzählen wir seit 4 Monaten hier. Jetzt hat er 2 Spiele gesehen. Jetzt wird er langsam wach und denkt auch, oh scheiße, was haben wir mir vielleicht hier angetan. Ja? Aber das ist doch nicht damit getan, sondern da muss man jetzt dazwischen hauen. Was ich gesagt habe, der Wirbus muss auf die Bank. Und wenn er was sagt, dann muss er was sagen. Aber doch nicht immer, ja, wir müssen mal schauen, die Spiele gehen so schnell weg. Und wenn wir nicht aufpassen, kommen wir da unten einfach nicht raus. Dafür sind wir auswärts zu schwach. Ganz einfach. Und ist ja richtig. Und die Gefahr ist ja riesengroß, weil jetzt kommt ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Ja, das stimmt. Ja, die haben in Kiel gewonnen. Also das wird alles kein Selbstläufer. Und das haben wir auch schon immer wieder gesagt. Fehler werden bestraft. Und wenn ich nicht 90 Minuten Gas gebe und der Gegner macht das, dann verliere ich die Spiele auch. Und so ist unser Spiel und so läuft das permanent ab und wir 4-1 in Kaiserslautern, das ist ja keine Übermannschaft. Nee, eine Übermannschaft war das sicher nicht. Aber das war ja noch verdient, weil bis zu dem 1-1 haben wir keine Aktion nach vorne gehabt. Ja, oder hat einer eine Aktion gehabt? Ja, ein Schuss von Seguin, der hat geschossen, wo Torwart hält und einen von, wer war das? Irgendeiner hat noch übers Tor geschossen. Ja, weiß ich nicht. Der Tempelmann hat, glaube ich, übers Tor. Das waren die ersten beiden Schüsse, die in der ersten Halbzeit aufs Tor kamen. Also es war zu wenig. Das muss man einfach sagen. Es ist nicht nur hinten, es ist auch vorne. Es ist überall haben wir unsere großen Probleme. Und deswegen wird es für uns ganz, ganz gefährlich. Das sollen sie ja nicht abtun. Ah ja, wir sind gut genug für die zweite Liga. Das schaffen wir schon. Ja, wenn du mal unten bist, dann hat man selbst mal mitgemacht. Da kommt alles zusammen. Dann triffst du, wie hier gegen HSV, dreimal Pfost und Latte. Und dann gehen die Dinger nicht rein. Und der Gegner kommt einmal und macht das Tor. Hat es auch schon alles gegeben. Und deswegen müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Und wie gesagt, jetzt, wenn am Wochenende, nächstes Wochenende man darf ja nicht vergessen, Wirmus hat nach dem Spiel gegen HSV auch gesagt, nach irgendeinem Interview habe ich gehört, die Abwehr fängt im Sturm an. Und da hat er ja nicht Unrecht. Wenn ich in Kaiserslautern stehe und habe so viel Platz im Mittelfeld, ja, es ist nicht eng genug, keiner ist richtig dran und du lässt die Jungs da spielen, dann funktioniert das nicht. Du musst so ein Spiel in Kaiserslautern eng machen. Wenn du sowieso konntest, dann brauche ich vorne gar nicht anzugreifen. Dann sind die ersten Leute mit Top und auch Terodde und auch Karaman, die angreifen müssen. Ja? Die müssen angreifen und gucken, dass die nicht ins Spiel kommen. Aber das passiert bei uns gar nicht. Das hat Wirmuts erkannt. Das habe ich bei dem einen Interview gesagt. Das Spiel fängt vorne an für die Abwehr. Aber bei uns passiert es nicht. Wir haben zu große Löcher im Mittelfeld und wenn ich sehe, die Zweikämpfe, ja, wir verlieren im Mittelfeld fast jeden Zweikampf.
jeden Zweikampf. Egal wer da ist und wenn, dann der Tempelmann, der macht dann Fouls. Ja, der ist der Einzige, der noch so ein bisschen dazwischen haut, der macht dann den mit Foul. Ja, ist auch okay. Aber Seguin auch. Seguin hat das Spiel vor sich. Er muss doch sagen, hey, komm hier rüber, du komm hier hin, mach zu. Aber das ist auch so ein Stummer, der hält auch im Mund. Ja, wir haben zu viel Stumme da in der Truppe. Nur beim Interview, da sind sie alle dabei. Ja, jetzt müssen wir aber langsam aufpassen. Jetzt kommen wir in eine Phase rein. Mann, die kommen in eine Phase rein. Die sind schon seit Monaten in der Phase. Jetzt macht der Karaman erzählt, ja, einige glauben immer noch nicht, dass wir um Abstich spielen. Ja, sag mal, wenn jetzt nicht einer in der Truppe nicht mal langsam glaubt, dass wir nicht im Abstieg sind, der soll seine Brocken packen und nach Hause gehen. Also so sehe ich das mittlerweile. Also wenn die jetzt nicht verstehen, um was es hier im Verein geht, ja, dann tut es mir leid. Also so untergehen, wir sind auch schon untergegangen irgendwo mal, aber nicht so. Aber nicht so freiwillig aufgeben. Das verstehe ich nicht. Ja, und was verändert sich noch? Es wird sich viel verändern. Wir müssen mit der Abwehr spielen, die wir gespielt haben, weil Kaminski, der will kein Spiel mehr machen. Weil verlängert sich der Vertrag noch automatisch dann um ein Jahr. Und deswegen wird der ausfallen, denke ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur funktioniert. Klaus, es ist im Endeffekt doch egal, ob der Kaminski noch ein Jahr hier bleibt oder nicht ein Jahr hier bleibt. Das ist ein durchlaufender Posten. Ja, für mich. Kostet auch viel Geld. Ja, nicht so, hat er eben. Kein Geld kostet. Dann ist es so. Aber man kann ja jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, so, pass mal auf, Kaminski darf jetzt nicht mehr bis Ende der Saison spielen. Was ist das denn für eine Art und Weise, erstens mit Spielern umzugehen und zweitens, Baumgart, der sowieso jetzt auf einmal reingekommen ist, weil jetzt soll der auf einmal spielen. Der hat seit Monaten nicht gespielt. Der hat auch keine Spielpraxis. Warum hat man da nicht von vornherein gesagt, du, den Kaminski brauchen wir nicht mehr, den sein Vertrag verläuft, also müssen wir auf die Leute zurückgreifen, die jetzt hier noch länger sind. Aber du kannst doch jetzt nicht hergehen und sagen, oh, der Kaminski, das macht nur ein Spiel und dann verlängert den seinen Vertrag. Das ist doch alles kacke. Ja, da müssen wir den Safe eben mal aufmachen und da müssen wir bezahlen. Und wir müssen auch unbedingt noch einen Verteidiger holen. Ja. Auf jeden Fall. Der Brunner, was der auf der Seite spielt, das ist kein Fisch, kein Fleisch. Der geht nicht vorbei, der rennt nach innen rein, spielt irgendwie wieder 30 Meter quer. Ja, davon kann ich mir auch 10 Stück aus der U23 holen. Ja, das ist nichts. Tut mir leid. Und ich weiß nicht, warum der so spielt. Das ist ja das einfachste Fußball. Das spiele ich noch mit 68 oder so. Bin vielleicht nicht mehr so schnell, ich bin viel langsamer, aber da mache ich auch keinen Fehler. Wenn ich nicht richtig in den Zweikämpfen reinkomme. Oder ich gehe nach vorne und probiere 1 gegen 1 mal. Der hatte so viel Raum da und probiert nicht einmal vorbeizukommen. Also da hört es langsam auf bei mir. Also, da muss ich doch auch als Trainer am Rand mal sagen, na nun, geh mal, mach mal, ja, sonst brauche ich dich hier nicht. Ja. Ja, das so. War dann mal eine ausführliche Diskussion heute. Ja, ja. Heute, ich bin heute so geladen, Entschuldigung, wenn ich mich so ein bisschen aufrege, aber also keine, das Spiel hat mich fürchterlich keine, aufgeregt. Ist ja keine gestern. Leichte Sache, weil wir stehen da unten, schon seit Monaten sind wir da unten. Und jetzt sind wir wieder Viertletzter. Und man weiß ja nicht jetzt, wie die heute Gegner heute spielen, morgen. Manchmal spielt morgen in Magdeburg. Ja. Ja. Rostock spielt, glaube ich, zu Hause, wenn die gewinnen. Ja. Ebersberg, glaube ich. Sind die an uns vorbei oder sind dran? Das ist eine Situation, die wir haben, die ist, wir sagen das ja immer, brandgefährlich. Brandgefährlich. Ja, das ist auch, wie du immer, was du auch vorhin gesagt hast, jetzt, die Köpfe fangen jetzt an zu qualmen, ja, und so mehr du im Spiel reingehst und gehst mit Angst rein und so schlechter spielst, ist doch ganz klar, ja, so ist dass das. Du die Hose voll hast jetzt und zu sagen, boah, hoffentlich kriegen wir keinen rein und man führt mal und dann machst du irgendwie Fehler, ja, aber man muss es aber auch im Training, meiner Ansicht nach, wenn ich so viel Kopfballchancen, die wir reinkriegen, sofort, bei der ersten Flanke kriegen wir sofort ein Tor rein.
dann frage ich mich immer, da stimmt doch irgendetwas nicht. Das kann es doch nicht sein, dass 1,90 große Jungs die erste Flanke, die reinkommt, sofort ein Tor ist. Also das kapiere ich nicht. Entweder muss man das einfach üben, entweder muss man wirklich das Training anders machen, dass man nicht zu viel in dem Training auf Passspiel macht, auf Passspiel, auf Passspiel, auf Passspiel, sondern individuelles Training macht. Und ja, wenn ich sehe, so ein Yusuf gestern, da kommt der Ball zurück, da rutscht er vor Angst aus. Ja, der rutscht vor Angst aus. Ja, dann frage ich mich nur, hallo, Freunde, wo sind wir denn hier? Ja, diese Unsicherheit, die Angst. Man sagt ja immer, Angst vor Fehler, Angst vor Gegner, ja, das ist das Schlimmste überhaupt, dass du Angst hast. Da machst du Fehler. Und das ist bei uns, bei vielen Spielen, der Fall, auch mit dem Stellungsspiel. Das hat auch mit Ungewissheit zu tun, was soll ich machen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie da trainiert wird, aber wie oft haben wir, jede Woche haben wir Sturm gegen Abwehr gespielt. Und dann in die Zweikämpfe. Und wenn die Bälle reinkommen, von links oder von rechts, dann waren die drauf. Da musst du drauf sein. Und da musst du auch richtig stehen. Du beobachtest ja, du musst das Spiel lesen können, ja, und die Situation erkennen. Das ist vollkommen richtig, weil du musst ein Spiel lesen können. Ja. Und da habe ich manchmal so eine Nicht-Ahnung, dass einige es nicht können. Ja, wenn ich das Spiel lesen kann, was das eine Tor, wo der flankt und der andere köpft das Tor, die Situation kann er doch lesen, die er beobachtet, dass ja, die Situation auch. Und dann muss er bereit sein, wenn der Ball, und die Zeit hat er auch, dass er den Ball, er war frei, er kann den Ball reinflanken. Da musst du alles sehen. Und wenn du das nicht machst, deswegen dann bist du zu spät. Oder der Ball geht über dich drüber und verlierst deinen Gegenspieler aus den Augen und so weiter. Das, ja, deswegen habe ich jetzt zu dir gerade vorhin gesagt, wenn eine Flanke reinkommt, die konzentrieren sich nur auf den Ball, aber sehen keinen Gegner. Ja? Und wenn er sich umdreht, dann ist der Ball schon drin. Ja? Und deswegen muss man auch sehen, man steht falsch, dann stehe ich doch falsch, wenn ich nur zum Ball gucke. Und du bist doch selber Torjäger gewesen. Auf solche Sachen hast du doch geachtet, wenn der falsch stand. Wenn der einmal so stand, dass er dich aus dem Auge verloren hat, entweder bist du vorgekommen oder bist du zurückgegangen und hast deine Tore so gemacht. Aber wenn einer doch so steht, Klaus, so und hat dich im Blick und gleichzeitig den Ball im Blick, dann ist es doch viel schwieriger auch für einen Stürmer ein Tor zu machen. Ja. Und er hat Zeit genug. Zeit genug, das zu entscheiden, was passiert. Das sieht er auch. Da hat er immer noch Zeit genug, immer ein bisschen sich informieren. Was ist los? Ja, wo ist der? Ja, und all diese Dinge. Wenn man sich nur auf die Situation, ach, der flankt jetzt, konzentriert, jetzt geht er über mich drüber, ja, das ist zu spät. Vorher muss man alles, muss man aufmerksam sein, muss man da sein, wenn die Situation so kommt, wie ich das jetzt sehe. Das ist oft nicht der Fall, weil so glaube ich in HSV. Du hast sicherlich nur eine Frage, oder? Also ich habe eigentlich fast alles schon beantwortet. Gerade mit dem 2-1 wart ihr, glaube ich, dabei, dass man den Ball im gegnerischen, in der Gegnerin verloren. Man hat da tatsächlich sehr viel Zeit. Jetzt hat man aber nicht so viel Zeit bis zum nächsten Spiel gegen Braunschweig. Wenn die morgen gewinnen, sind sie punktgleich. Was machen wir jetzt in der Woche? In der Woche musst du gut arbeiten und vielleicht auch mal anders arbeiten. Also ich habe das Gefühl, als wenn wir legen zu viel Wert auf Passspiel, über Puppen, über Würfel, die da rumsitten. Wir müssen wieder zum alten Training manchmal. Manchmal muss man ein altes Training machen. Bälle reinschlagen für die Abwehrspieler, rausköpfen. Gucken, wo ist einer, wie der Klaus sagt, jetzt spielt man mal Sturm gegen Abwehr. Aber richtig, mit Flanken und. Dass die Abwehr sich mal ein bisschen konzentriert und mal gute Arbeit macht. Wir kriegen doch viel zu schnell die Tore rein. So schnell kann man ja gar nicht die Tore aufholen, wie wir reinkriegen. Und jetzt hast du ja auch noch mit Terodde, der trifft nicht. Der hat eine Chance gehabt, der war viel zu langsam. Ja, daran siehst du, dass der Junge 36 wird.
dass er nicht mehr sprinten kann. Aber wir haben zurzeit keinen anderen da. Ja, der Top, der Junge, der ist mir noch ein bisschen zu unerfahren. Ja, aber es nutzt ja alles nichts. Wir haben die Spieler. Wir müssen mit den Spielern, die wir jetzt haben, auskommen. Da hat Wirmuth vollkommen recht. Nur, wir müssen das Spiel enger machen, meiner Ansicht nach. Enger machen, ob wir zu Hause spielen oder auswärts enger machen, dass man doch schneller vielleicht den einen oder anderen aufhalten kann. Und wenn man das nicht macht und vor allen Dingen, was man machen muss, so schnell wie möglich, dass man die Außen jeweils zukriegt, dass keine Flanken zugelassen werden. Das muss man trainieren und das kann man trainieren, was Klaus gerade gesagt hat, wenn man Abwehr gegen Sturm spielt und auf einer Seite vielleicht zwei Mann drauf spielen und die gegen einen Verteidiger spielen, wie verhält er sich? Ja? Aber lässt er den nach innen laufen oder blockt er lieber die Flanke ab? Das sind Sachen, die man macht. Aber jetzt kann man sehen, wie schwer das eigentlich ist, weil, wenn wir uns zurückerinnern, so eine Situation war ja Weltmeisterschaft gegen Japan, wo einer, ich sag den Namen nicht, nicht gesehen hat, dass der Ball 60 Meter nach vorne geschlagen wird und ich gucke mir Fernglas zu, wie der den Ball annimmt und macht das Tor. Und Nationalspieler. Dann, wir sind nur zweite Liga, da muss man sagen, naja, vielleicht muss man da verzeihen. Aber trotzdem, wenn ich das nicht sehe, da kommt jetzt ein langer Ball, jetzt bin ich, und da ist einer draußen und da bin ich drauf. Bevor ich auf die Idee komme, den Ball anzunehmen, ja, bin ich, ja, da kann ich ihm als Abwehrspieler, kann mich dementsprechend verhalten, dass ich den sofort abwehr, dass ich den in der Ballannahme störe. Ich glaube, der Karaman hat das Richtige gesagt. Er hat gesagt, einige wissen immer, glaube ich, noch nicht, dass wir schon im Abstiegskampf sind. Dann sollen sie sich zusammensetzen und dann sollen sie sich mal rechts und links richtig in die Ohrfeigen hauen und sagen, so, pass mal auf, Jungs, jetzt müssen wir anders spielen. Wir müssen hier anders auftreten. Das haben wir auch schon gehabt. Wir haben auch Sitzungen gehabt, ja, weiß ich noch, mit Jula Lorand, da standen wir auch hier im Abstieg, weißt du das noch? Wo wir saßen und Jula Lorand streichelte uns, also wir haben Shit gespielt bis dahin und er sagt immer noch, ja, wir müssen gucken. Und auf einmal kommt Günther Siebert rein. Ich werde das nie vergessen, im alten Stadion. Und der Oskar setzte sich da neben dem hin und haut einen auf den Tisch. Da sind die Tassen hochgeflogen und sagt, wollt ihr den Verein kaputt machen? Und da hat der erzählt, weißt du das noch, kennst du noch in einem alten Stadion? Da habe ich gedacht, boah, was ist denn jetzt los, der Oskar? Da war aber richtig Stimmung gewesen. Und das Schöne dabei war, und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, dass der Jula Lorand noch gesagt hat, Herr Siebert, das habe ich auch gerade gesagt. Weißt du das noch? Wir haben uns kaputt gelacht, der hat gar nichts gesagt. Und es gibt auch mal Situationen, da haben wir gegen Bielefeld in Rückstand gewesen, wo der Oskar in der Halbzeit reinkam und hat gesagt, Schluss aus, der Jula stand da, Abi, du spielst jetzt links und Norbert Elger, du spielst rechts, kannst du dich noch erinnern? Weil ich was gesagt habe. Jetzt erzählen wir mal wieder einen von früher. So, genau. Und da haben wir nur gewechselt. Der Demansch und auch er, die waren in der Mitte, 1-0 hingelegen. So, dann habe ich was gesagt, so geht das nicht weiter. Wir sind alle auf einen Haufen. So, ist der Herr nach links? Dann Norbert Elger kam da rein, ja, auf rechts. 4-1. Die Flanken kommen, ja, erster Pfosten, aber hier zwei Pfosten, zack. Hast du zwei Tore gemacht, oder? Ja. Und ja, so geht's denn. Man muss mal klar Text reden. Und die werden das ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht machen. Die analysieren das Spiel. Gucken das, was da passiert ist. Dass die da nicht drüber sprechen, das kann ich mir nicht vorstellen. Darf auch noch einen von früher erzählen? Ja. So ist das richtig. Und das, ja, Beste an der ganzen Geschichte ist, ich habe keine dummen Fragen gestellt. Ihr wartet an einer guten Diskussion. Und, ja, aber wir hören ja gerne, wenn du was sagst. Naja, jetzt ist aber die Situation ein bisschen anders. Wir hoffen einfach. Ja, wir geben Braunschweig Ärmel hoch und Vollgas. Also wer das jetzt noch nicht verstanden hat, also der tut mir leid. Also dann soll er die Fußballschuhe am Nagel hängen. Also wenn wir hier gegen Braunschweig auch noch
rumeiern, auf Deutsch gesagt. Ja. Darf ich gar nicht dran denken? Dann drehe ich aber wirklich zusammen. Also. Weil wir, das ist ja unser Verein. Er ist als Kröte oder als C-Jugend schon da gespielt. Ich kam wesentlich später dahin, bin aber immer noch hier und Schalke ist unser Verein. Da rechnen wir dich auch hoch an, dass du immer noch hier bist. Haben wir echt, wie Angst soll man nicht haben, aber man muss Angst haben, weil das geht ganz, ganz schnell. Wer es noch nicht mitgemacht hat, der wird das sehen, was los ist. Und darum sage ich jetzt, Braunschweig musst du weghauen, ohne Wenn und Aber. Gutes Schlusswort. Jawohl. Danke und Glück auf. Glück auf. Glück auf. Ciao.